Hier ein Rezept für einen weihnachtlichen, aber leichten Bratapfel. Alle Zutaten, die ihr benötigt, sind diese hier. Und jetzt legen wir los. Haferflocken und den Rest der Zutaten in eine Schüssel und gut vermengen. Mandelsplitter könnt ihr noch dazu geben, könnt auch alles zusammen einfach in die Schüssel geben, vermengen. Dann die Äpfel in eine Backform. Den Kopf der Äpfel abschneiden und die Äpfel aushöhlen. Damit sie nicht gelb werden, könnt ihr die mit Zitrone etwas einpinseln. Dann kommt Wasser in die Backform und die Äpfel werden reingestellt. Jetzt die Haferflockenmischung und die restlichen Äpfel, die ich da rausgenommen habe, habe ich nochmal schön mit Zimt verkleinert. Und all das kommt jetzt in die Äpfel bis oben und schön platt machen. Dann kommt noch Zimt darüber. Also da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen. Dann kommen sie für 25 Minuten 180 Grad Umluft in den Backofen. Dann werden sie dekoriert mit Vanille, Quark, dann Mandelsplitter, Zimt und noch Honig. Und es sieht einfach nicht nur köstlich aus, es schmeckt auch so. Ich wünsche euch einen guten Appetit mit dem leichten Bratapfel. Bis bald!